wusste gleich, dass du nichts als Ärger bringst. Das habe ich jetzt davon. Warum wollen die alle wegrennen? Nein, falsche Taste! Linke Steuerung, wer drückt dann schon linke Steuerung, also bitte. Dafür bleibe ich nicht hier. Doch, du bleibst hier. Jetzt ist der halb! Ist er da komplett wieder regeneriert? Komm, lass mich doch. Du brauchst einen Arschtritt, das brauchst du. So. So. Dann mal quer in die Taille gestochen. Man, das ist auch klar. Ja gut, ist ja auch ein Kampf. Stepp doch endlich mal. So, haben wir das. Haben wir. Gut, der ist tot. Endlich. Mann, Bogenrune. Yay, Uschkoll ist weg. So. Die wachsen übrigens nach die Reihen. Ist mir gerade so aufgefallen. Chance von 13% bei einem Angriff mit dem Bogen, einen Elbengeschoss zu erhalten. Nee. Ich gehe jetzt mal in Deckung. Ich nehme mal da das Artefakt noch mit. Wo machen wir das denn? Hier müsste irgendwo ein Artefakt sein. Ist, glaube ich, oben. Ich gehe mal hoch. Artefakt holen und so. Ist ja Bescheid. Bin ich hier? Hab nur ein Artefakt. Mache ich jetzt die Häuptlinge alle durch oder kümmere ich mich jetzt, dass die Reihen leer sind? Mal gerade schon mal gucken. Mal auf die Erinnerung horchen. Das wäre eigentlich cool, wenn es hier oben drauf wäre. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Gut. Dieser Almanach ist in Leder gebunden und scheint über 100 Jahre alt zu sein. Moment. So. Fürs Thumbnail. Also, scheint scheint über 100 Jahre alt zu sein. Bei den darin enthaltenen Schriften handelt es sich um historische Erzählungen, Gedichte und Übersetzungen aus ganz Mittelerde. Er enthält alte Werke aus den großen Reichen Gondor, Arnor und Numenor. Und sogar einige Lieder der weit entfernten Halblinge. Der sonderbarste Eintrag ist das Klagelied, ein Gedicht in Versform, dessen Ursprung seit vielen Jahren von den Gelehrten heftig debattiert wird. Einige mutmaßen, dass sein Verfasser ein Ent, ein Hüter der Bäume gewesen sein könnte. Gut. Hier, Erinnerung. Bis gleich. Ist das Arthelas oder Hedlas? Warum finde ich nichts in diesem Almanach? Nun. Es gibt nur einen Weg, sicher zu sein. Bruchs. Und jetzt warte ich. Entweder heilt das mein Fieber, oder ich bin in ein paar Sekunden tot. Nichts davon wird passieren. Man muss es zerreiben, damit es seine heilende Wirkung entwickelt. Du, die Ausgestoßene. Ich bin Aaron. Ich bin nie dazu gekommen, euch zu danken, Waldläufer. Von eurer Art gibt es nicht viele am Schwarzen Tor. Die Pflicht erstickt hier meist jegliche Güte. Darum bin ich auch desertiert. Ich bin Hirgon. Ist Hirgon nicht unser Kollege? Das sind scheinbar Erinnerungen von unserem Kollegen, die wir hier mitkriegen. Bogen könnte ich aufwerten. Mal gucken, ob es sich lohnt. Chance von 13% bei einem Angriff mit dem Bogen ein Elbengeschoss zu erhalten. Das ist eigentlich auch relativ geil. Komm, wir machen das einfach mal hier. Kann man ja gerade mal einen Runenplatz kaufen. Weil ich jetzt keine Lust habe, hier zu gucken, welche Rune will ich nicht mehr mitnehmen. Deswegen legen wir da jetzt einfach mal die drauf. Und dann ist doch auch gut. Ich weiß, ich wollte es für Energie behalten. Ich versprach Ioret, dass wir eines Tages nach Anduin reisen würden, wenn die Haela erwachsen ist. Wir wollten zusammen dorthin und die Säulen der Könige sehen. Hoffentlich können Hirgons Leute entkommen. Ich weiß nicht, wo du deine Familie wiedersehen wirst. Das Ende der Menschen lässt sich mit dem Blick der Elben nicht erkennen. Ja, ja. Ich weiß immer noch nicht, was mit dem Klingensturm auf sich hat. Wir gehen mal gerade dahin. Ist ja nicht weit. Hallo, markier das doch mal bitte. Was war denn hier?
Saurons Armeechen, das ist... Es sind doch noch zwei da. Wähle ein Häuptling für die Jagd. 3 von 4. Verstehe ich nicht. Es sind noch 2 da und ich soll... Aber hier wächst es nach. Den kennen wir. Warum kennen wir den? Fragt der Starke. Auf jeden Fall wachsen die hier nach. Und... Vielleicht werden wir uns denen auch noch ein bisschen nähern, weil... Wir haben ja noch nicht genug Ruhm für alles. Deswegen könnten wir eigentlich drüber nachdenken. Aber nicht diese Folge. Diese Folge gibt es, also nicht diese Folge, sondern diese Aufnahme, gibt es nur Prügelei mit den anderen. Ach komm, hier. Ich will jetzt mal testen, was es mit dem Klingensturm auf sich hat. Ich weiß gar nicht, wie man den aktiviert. Ich weiß gar nicht, wie man den auflädt. Ach, durch Exekution oder was? Ja, scheint so. Ich habe ihn aufgeladen. Wo sind sie? Seltsam Feuer verbrannt. Ernsthaft. Gut, wir versuchen uns mal hier am Häuptling. Eigentlich wollte ich gerade mal zeigen, wie der Klingensturm aussieht, wenn ich ihn aktiviert kriegen täte, aber... Pff, dann halt nicht. Da. Angriff von oben. Klingt nach Attentat. Wäre eigentlich relativ geil. Ein Attentat an einem Häuptling. Falle über die Unterstützer von Olrok, der Haken, her, um ihn hervorzulocken. Besiege die Leibwächter des Häuptlings. Mach, haben wir schon gemacht. Oder? Haben wir das schon gemacht? Ich meine, es ist keiner mehr in der ersten Reihe. Wir sollten mal ab und zu Informationen sammeln. Weil wenn die ja wirklich nachwachsen, dann kann es ja sein, dass die neue Unterstützer kriegen. Der Häuptling lebt in Angst. Lass den Tod von oben herabregnen, um ihn herauszujagen. Also Leute von oben töten. 0 von 3. Festung. Warum sind Häuptlinge immer in der Festung drin? Das war jetzt sehr schlau. Von hier aus kann ich sehr viel von oben machen. Verdammte Kacke. Warum eigentlich immer eine Festung? Spürst du nicht? Keine Angst. Meine Anwesenheit spürst du nicht. Sind hier noch Gegner? Nee. Schon lustig. Ich nehme mal seine Informationen. Ich hätte ihn jetzt von oben töten können, aber ich nehme mal seine Informationen. Ich sehe dich auch. So. Haben wir. Wer bist du denn? Maku Ohrensammler. Du bist aber kein... Nicht der Anführer von... Oder der Beschützer. Oder? Du gehörst nicht zu dem, gell? Zu dem meine ich. Nee, gell? Was hast du für Schwächen? Anfällig für Kampftodesstöße, anfällig gegenüber berittenen Bestien, hasst Niederlagen. Ach, der sieht aber auch geil. Ich kann den wirklich drehen. Cool. Guck dir mal seinen Halsband an. Das sieht auch geil aus. Finde ich nice. Finde ich nice. Hast du gut gemacht. Und du? Auch nicht schlecht. Also die, man muss schon sagen, die Rüstungen hier, die sind schon schnieke. Jetzt habe ich gar nicht, jetzt habe ich die Chance verpasst, zu gucken, mit was für Waffen unser Kollege kämpft. Ich hätte auch nicht da hochgehen können. Folg am besten dem Sklaven da. An den komme ich gerade nicht ran, außer ich komme hier irgendwie rangehangelt. Ich mal gerade hier runter. Kommen da nicht ums Eck. Schade. Ja, komm. Was ist das eigentlich gerade für ätzende Musik? Ach komm, weißt du was? Ich krieg ja eh keinen Fallschaden. Wie soll ich denn den von oben töten? Da müsste ich ja quasi... Moment. Das wird gleich sehr lächerlich aussehen. Nur mal als Warnung. Mach erstmal hier den Bogenschütz. Moment. Er ist der Boss. Hallo. Ach, halt einfach die Klappe. Er ist der Boss. Was? Wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich habe keine Informationen über Sugor. Oder?
Gerade Informationen gesehen? Nö. Hoffentlich anfällig gegen was Schleichen, da mache ich den nämlich gerade mal. So von hinten und so. Wäre eigentlich lustig. Wenn den jetzt gerade so im Vorbeigelaufen mitnehmen. Ach, geht doch ganz runter. Schade. Hier gebührt es nicht, im Schatten dieses Monuments zu stehen. Halt die Klappe und stirb. Soll ich sterben, habe ich gesagt. Kann ich ihn greifen? Flüchtet. Wir sehen uns wieder und ich werde mich rächen. Ja, komm. Du bleibst hier. Informationen! Doch nicht. Informationen! Doch nicht. Ich will seine Informationen, du blöde Kuh. Informationen! Doch nicht. Dann töte ich den halt, verdammte Kacke. Wenn mir keiner seine Informationen gönnen will. So. Ruckel, ruckel, ruckel. Unlösbare Bande. Was mit Festnageln? Brauche ich nicht. Alter, ich hab doch gerade geblockt. Will ich verarschen? Alter, was ist das jetzt? Jetzt schlage ich gerade ein komisches Ding da dran, ne? So. Hat er mich gerade getauntet? Ernsthaft? Mach ihn doch platt! Alter! Alter! Doch Witz! So, haben wir es jetzt. Ich kann den nicht executen. Jetzt aber. Kommt gerade der nächste. Noch mehr! Ruckel, ruckel. Ich löse den Kampf jetzt einfach, weißt du? Obwohl, ist ja ein Alarm. Ich weiß gar nicht, ob die respawnen. Ach komm, schon wieder so ein Dicker. Weißt du? Den habe ich ja sehr viel Lust. Sterb! Tja. Ich kann halt nur einen blocken, Entschuldigung. Alles andere übersteigt einfach meine Kraft. Das ist ein Leertastenmonster. Alter, das ist doch ein Witz. Weißt du? Wenn ich diesen Warnungsmodus nicht deaktivieren kann für so eine Mission, das geht dann. Geht mir so auf den Ärmel. Ich muss jetzt ernsthaft warten, bis hier diese Warnung abklingt. Ach ja. Ne, ist nicht ätzend. Ne. Könnte jetzt bitte der Alarm wieder aus sein? Das fände ich relativ gut. Gut, Alarm ist aus. Frag mich nicht, warum. Den mache ich jetzt von hinten. Mir ist egal. Die Häuptlinge scheinen sich keine Sorgen wegen des Tags zu machen. Warum sollten wir das also? Wir haben nur etwas wenig Leben. Muss ich doch zugeben. Aber wir heilen uns ja per Schleichtötung hoch. Wäre eigentlich cool gewesen, wenn der anfällig für Schleichen gewesen wäre. Ich bin nicht da. Ich wollte noch ein paar HP haben. Ich bin nicht da. Nein. Ich bin nicht da. Ich hab ihn nicht gesehen. Fuck. Ich bin nicht da. Folgt mir ruhig. Bin nicht da. Also wie ich den Dicken da von oben machen soll, weiß ich nicht. Der steht jetzt nicht wirklich so. Gut, ich kann von der Seil rutschen. Ja, naja. Eigentlich nicht so geil. Ob dreh dich um, ich mach dich von hinten. Ich bin kein Feigling, ich wollte nur nicht, dass ihr den Alarm auslöst, ihr Feiglinge. Also kann ich mal mit denen, die jetzt in der Burg sind, mich bekämpfen, müssen sogar einen Alarm auslösen, damit noch Nachschub kommt. Ja, danke, dass du dieses Video komplett angeguckt hast. Hier oben rechts findest du den Link zum Special vom letzten Wochenende und oben links
den Link zum derzeitig anderen LP, was noch neben diesem läuft. Vielleicht kannst du da ja auch mal vorbeischauen. Es würde mich sehr freuen. Danke! So.